Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Oliver Schirmer. Schön, dass du eingeschaltet hast. In diesem Video möchte ich dir einen kurzen Überblick über die Tools von Builderall geben, dass du einfach für dich siehst, welche Tools ja in Builderall ja inkludiert sind. Und dann gibt es immer die ein oder andere Frage auch, ja zum Beispiel, ob man Builderall gratis testen kann und so weiter. Dann möchte ich dir auch gerne noch eine Seite zeigen, wo du ja die Antworten auf die meistgestellten Fragen findest, sodass du, wenn du jetzt überlegst, mit Builderall zu arbeiten, dass du ja dich vorab informieren kannst und dass alle deine Fragen beantwortet werden. Ja? Ich möchte aber gleich zu Beginn auch sagen, wir können, beziehungsweise ich kann hier nicht auf alle Tools von Builderall eingehen, weil es einfach zu viele sind, und wenn ich bei jedem in die Tiefe gehen würde, dann würde das den Rahmen hier sprengen, dann wären wir hier Stunden im Video, und das soll natürlich nicht sein. Deswegen werde ich dir jetzt kurz zeigen, welche Tools es gibt, werde ganz kurz dazu sagen, was die einzelnen Tools machen, einfach, dass du für dich ja feststellen kannst, dass ja, wenn du Builderall nutzt, wirst du unheimlich viel Geld sparen, weil jedes der Tools, ich zeige dir das mal gerade hier, jedes der Tools, wenn du das einzeln kaufen würdest, dann würdest du hunderte Euros im Monat zahlen, und hier kriegst du das im Prinzip für einen Schnapperpreis. Eine Frage möchte ich aber trotzdem hier beantworten, und zwar ist immer wieder so die Frage, ja, ist das alles denn auch auf Deutsch? Ja, ist es. Du siehst, du kannst quasi hier alles auf Deutsch einstellen. Du hast auch hier die Möglichkeit, im Support deine Anfragen zu stellen. Du kannst hier dann dementsprechend auswählen. Ja, du siehst also auch hier deutscher Support. Du kannst hier einfach auf Deutsch deine Frage eintippen und bekommst dann dementsprechend auch auf Deutsch die Antwort. Es gibt die Möglichkeit, auch hier Tickets zu erstellen. Ja, falls du nicht direkt in den Live-Chat gehen möchtest. Du findest hier Anwender. Du hast Möglichkeiten, der Anwender-Community deine Fragen zu stellen. Es gibt deutsche Tutorials und so weiter und so fort. Also Hilfe gibt es hier genug. Du wirst nicht alleine gelassen. Und alle Partner, die über mich zum Beispiel Builderall beziehen, denen stehe ich als Ansprechpartner ebenfalls zur Verfügung, falls es mal irgendwo Schwierigkeiten geben sollte. Gut, kommen wir zu den Tools. Also du siehst, es sind etliche Tools, und wenn du jedes Tool einzeln bestellen würdest, ja, oder kaufen würdest, dann würdest du hier hunderte Euro monatlich zahlen. Das vereint Builderall alles in einem Tool. Das heißt, wenn du mit Builderall arbeitest, hast du einen modernen Werkzeugkasten, mit dem du dein Business online bringen kannst, und du hast alle Tools drin, die du für ein modernes Marketing brauchst. Und eins kann ich dir auch sagen, seit dass ich Builderall nutze, sind immer wieder neue Tools dazugekommen. Die bestehenden Tools wurden immer weiter optimiert und verbessert, und das ist bei mir, also für mich ist das immer ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, wenn ich ein Tool auswähle, dass es nicht irgendwo stehen bleibt, sondern dass es dann dementsprechend auch mit der Zeit geht, ja. So, und du siehst hier auf der linken Seite einmal die Baukästen. Der Cheetah Site Builder ist im Prinzip dein Webseitenbaukasten. Da kannst du alle deine Webseiten erstellen. Du hast einen Funnel Builder, das heißt, du kannst also deinen Funnel zusammenstellen, mit einem Klick dann quasi veröffentlichen und kannst diesen dann in Cheetah Site Builder sozusagen einfach nur noch deine Texte ergänzen und so weiter. Und so baust du dir in Windeseile einen kompletten Funnel auf. Wir haben hier einen Chat Builder für die Webseite. Dann haben wir hier einen Webinar Builder. Hier kannst du, zum einen hast du hier eine Livestreaming-Funktion auf YouTube und Facebook, aber du kannst natürlich auch Evergreen-Webinare erstellen, automatisierte Webinare kannst du dann einsetzen, wenn du zum Beispiel dein Team ausbilden willst und du hast immer so einen gewissen Standard, ein paar Standardschulungen, dann kannst du diese einfach auch aufzeichnen und kannst diese dann immer wieder automatisiert zu bestimmten Zeitpunkten ablaufen lassen. Also wie du das halt kennst, ganz klassisches automatisiertes Webinar. Lässt keine Wünsche offen, und du kannst hier beliebig viele Webinare veranstalten. Das allein ist schon ein richtig dickes Pfund, ja. Also hast auch hier keine Begrenzung. Dann haben wir hier die E-Learning App. Das heißt, du hast hier eine Möglichkeit, deine Online-Kurse zu erstellen. Ja, kannst also die Inhalte aufbereiten, kannst quasi einen Mitgliederbereich erstellen. Dann haben wir die App-Baukasten oder den App-Baukasten, den Directory-Builder, dann den Builderall-Booking-Kalender ist eins meiner Lieblingstools, weil du hier dein komplettes Terminmanagement quasi
automatisieren kannst. Ja, also wenn du kennst es vielleicht, dann hast du eine Anfrage bezüglich einem Termin, dann muss man 15 Mal hin und her schreiben, bis man dann den passenden Termin gefunden hat. Hier kannst du einfach den Link zu deinem Kalender weitergeben. Die Person auf der anderen Seite kann sich den Wunschtermin auswählen. Du kannst es verknüpfen mit Zoom, mit deinem Google-Kalender oder Kalender, den du nutzt, ja. Ich persönlich nutze halt den Google-Kalender, von daher weiß ich, dass es geht. Und dann kannst du im Prinzip Zoom verknüpfen und hast, ja, dann trägt die Person ihren Wunschtermin ein. Du kannst kostenpflichtige, kostenfreie Termine machen und ja, und dann läuft im Prinzip im Hintergrund die Magie ab. Ja, alles läuft automatisch und du hast die Möglichkeit, dann einfach zum vereinbarten Zeitpunkt den Zoom-Link zu klicken und bist im Zoom-Raum. Das ist die einzigste Aufgabe, die man dann dementsprechend hat. Alles andere läuft im Hintergrund. Also Zoom-Link wird automatisch erstellt und versendet. Kann man alles einstellen. Ja, tolles Tool. Dann haben wir hier WordPress. Ja, kannst also deinen eigenen WordPress-Blog aufsetzen, WooCommerce dabei. Dann haben wir hier E-Mail und Engagement, also WhatsApp-Anbindung, MailingBoss 5.0. Das ist komplett eigenständige E-Mail. Marketing-Software ab dem Premium-Plan meine ich sogar unlimitierte Kontakte, also allein das und der Webinar-Bilder sind mindestens schon das Geld wert vom Site-Builder und so weiter. Dann haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Dann haben wir den WhatsApp-Launch-Manager, MailingBoss, die alte Version. Da MailingBoss 5.0 jetzt erst frisch gelauncht wurde, läuft das hier noch parallel. Du kannst hier deine E-Mail-Adressen anlegen über die E-Mail-Verwaltung und die Postfächer. Hast also dann auch eigene E-Mail-Postfächer. Messenger-Chatbot, Social Proof Pop-up hast du wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Wenn du auf irgendeiner Verkaufsseite was bestellt hast, dann kommen unten immer solche Blasen, wo dann drin steht, XYZ hat dies auch gekauft vor 9 Tagen, 9 Stunden. Also das kannst du hiermit dann auch erstellen. Dann Sitebot ist dabei, Browserbenachrichtigung, Telegram, SMS-Messaging, ein eigenes CRM-System. Dann haben wir hier den Skriptgenerator. Mit dem Skriptgenerator hast du die Möglichkeit, ja, zum Beispiel Verkaufsskripte zu erstellen, die du dann auf deinen Verkaufsseiten einbinden kannst und den Quizbilder. Damit kannst du im Prinzip ja, quasi Quizfragen veröffentlichen und kannst so, oder zum Beispiel Bewerbungsformulare, ja, kannst also verschiedene Formen von Quizzen erstellen und hast dann die Möglichkeit, das kann natürlich auch mit deiner E-Mail-Liste zu verknüpfen, kannst darüber Leads generieren. Ja. Dann haben wir hier Magazinbilder, Mockup-Studio, also kannst dann auch für deine digitalen Produkte ansprechende Bilder erstellen oder für deine Videos, wie auch immer. Den Fotomanager, dann haben wir ein Video-Funnel-Builder ist dabei und Build-All-Video-Hosting, auch ein ganz ja, wichtiges Tool. Wenn du zum Beispiel eine Verkaufsseite hast, dann kannst du natürlich das auch über YouTube einbinden, aber dann hast du halt den Nachteil, dass du dann ja die ganze Werbung und die ganzen Links im Video drin hast und wenn man dann draufklickt, ist dann der Interessent von deiner Webseite verschwunden. Und das möchtest du natürlich nicht. Und dann kannst du zum Beispiel hier die Videos für deine Verkaufsseiten oder auch für deine Online-Kurse, wie auch immer, kannst du hier hochladen. Design Resource, dann haben wir hier noch Helpdesk, ja, also quasi, ja, wo du im Prinzip die Fragen deiner Community dementsprechend beantworten kannst, die zur Verfügung stellen kannst oder wie auch immer du das nutzen möchtest für deine Kunden, Teampartner etc. URL-Shortener, dann haben wir den Funnel Club. Den würde ich dir definitiv empfehlen, mit dazu zu buchen. Ist eine einmalige Investition von 179 €, aber dafür hast du hunderte Templates und kommen auch immer neue dazu. Das heißt, du kannst also komplette Funnel mit einem Klick einfach importieren, einfach deine Texte abändern, that's it. Ja, also besser geht's eigentlich nicht. Dann Website-Agentur, das ist jetzt ein Bereich, den nutze ich, habe ich jetzt noch gar nicht genutzt. Dann haben wir den VA-Zugang, sodass du im Prinzip auf all deine Teampartner-Accounts zugreifen kannst, sofern diese zugestimmt haben und kannst dann dementsprechend den Leuten dort helfen. ShareLogger, den Postplanner, Instagram Autoresponder, einen eigenen Marktplatz, ja. SEO One Page Report, kannst also auch gucken, was du auf deiner Seite noch suchmaschinentechnisch optimieren kannst. Nachrichtensender, Clickmap, dann siehst du, wo klicken die Leute auf deiner Webseite.
Du kannst hier deine Domains, deine DNS, die kompletten Einstellungen managen. Dann kannst du dir natürlich auch Domain kaufen. Hier haben wir noch die alten Tools. Also wie du siehst, ich kann das halt jetzt hier einfach nur in diesem Video oberflächlich machen, weil sonst wird das alles viel zu lange. Und ich weiß auch jetzt schon, wird die ein oder andere Frage ja aufgetaucht sein. Und dazu habe ich ja, wie gesagt, in den letzten Tagen mir mal Gedanken gemacht, habe meine Notizen durchgeguckt und habe mal überlegt, was sind denn eigentlich so die Fragen, die mir immer und immer wieder gestellt werden. Die habe ich hier mal aufbereitet, ja, so dass du also den Link zu der Seite werde ich dir auch unterhalb des Videos verlinken, so dass du da gleich drauf zugreifen kannst. Und sollte eine Frage mal nicht geklärt sein, dann geh bitte ans Ende dieser Seite und dort findest du die Kommentarfunktion. Und hier einfach deine Frage eintippen, hier den Haken setzen, Kommentar abschicken und dann werde ich das auch hier beantworten, so dass du ja, und das Ganze natürlich dann auch ergänzen, sodass du hier immer ein aktuelles, ja, dass du immer hier die Antworten auf deine Fragen findest. In diesem Sinne würde ich mich jetzt freuen, wenn dir das Video geholfen hat. Ja, wenn du Builderall nutzt und wenn du jetzt Builderall über meinen Link beziehst, dann hast du einen Vorteil. Du bekommst Zugang zu meinem VIP-Club, wo ich dir ja alles zeige, was du brauchst, damit du online Erfolg haben kannst. Und bekommst du kostenfrei dazu, ja, und ich stehe dir natürlich exklusiv als Ansprechpartner zur Verfügung, falls du ja mal Fragen hast, die dringend beantwortet werden müssen oder einfach nicht weiterkommst, dann helfe ich dir da. Genau, mich würde es freuen, wenn ich dir hier in diesem Video weiterhelfen konnte. Wenn das Ganze für dich hilfreich war, lass der Sache doch einen Daumen hoch, da würdest du mich sehr unterstützen. Und ja, teile das Ganze bitte auch mit deinem Netzwerk, man weiß nie, für wen die Infos hier interessant sind. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg, alles Gute und wünsche dir natürlich viel Spaß mit Builderall und beim Umsetzen deiner Projekte. Alles Gute, ciao, ciao.